Hallo und herzlich willkommen zu TowerStars Fan TV in einer speziellen Ausgabe, nämlich zum DEL 2 Finale zwischen den Ravensburg TowerStars und den Löwen Frankfurt. Die letzten beiden Teams, die in der DEL 2 noch im Rennen sind, und der Countdown auf den Auftakt der Serie läuft. Wir haben für euch ein paar interessante Details und die letzten Informationen und natürlich auch ein paar Stimmen von den Protagonisten auf dieses Finale. Und wir fangen zunächst einmal an mit dem Weg, den beide Mannschaften genommen haben auf dem Weg ins Finale. Die Löwen Frankfurt im Viertelfinale, ein ja etwas mühevoller Auftaktsieg mit 4:2 gegen den EHC Freiburg. Dann gab es das Auswärtsspiel mit einem 4:1-Sieg. Die Löwen dann zu Hause in Spiel 3 mit einem 5:1-Erfolg. Und dann der letzte Sieg, der noch gefehlt hat, das 8:4 dann in Freiburg. Damit war der Sweep im Viertelfinale geschafft. Und dann ging es ins Halbfinale. Da gab es zunächst einen 4:1-Auftakterfolg gegen die Heilbronner Falken. Dann gab es auswärts ein überzeugendes 7:3. Dann das dritte Spiel wieder zu Hause mit einem 5:2. Und auch dann den vierten Sieg fuhren die Löwen überzeugend ein in Heilbronn. Da war es ein 7:3. Und damit war auch das Kunststück geschafft, im Halbfinale mit einem Sweep die Serie zu beenden. Und damit war der Weg ins Finale geschafft. Bei den TowerStars ja nicht unwesentlich minder erfolgreich. Da gab es im Viertelfinale ein 4:0 auf eigenem Eis gegen Grimmitschau. Auch das zweite Spiel in Grimmitschau mit einem Shutout. Auch ein 0:4 das Ergebnis. Dann war es das dritte Heimspiel. Es war ein bisschen knapper. Da war es ein 3:2. Und den vierten Sieg dann auswärts mit einem 4:1 Erfolg. Damit geht es ins Halbfinale. Da haben die TowerStars hier einen, ja, in einem dramatischen Spiel einen unglücklichen Auftakt erlebt. Da gab es ein 4:5 nach Verlängerung. Das war das ominöse Spiel, als man ja bereits mit 4:1 geführt hatte. Und dann gab es dann doch noch die Niederlage in der Overtime. Dann dafür das Heimrecht wieder zurückgeholt, das Rebreak sozusagen mit einem 3:1 Auswärtserfolg. Spiel 3 dann der Heimsieg mit 3:2. Dann der auch dramatische Sieg in der Overtime in Bad Nauheim mit 3:4. Und den letzten Sieg dann zum 4:1 Erfolg der Serie war dann ein 5:3. Also damit die TowerStars nur ein Spiel mehr gebraucht als die Löwen Frankfurt. Beide Mannschaften haben also ungefähr gleich viel an physischer Belastung hier hinter sich. Ja, so ein Finale ist natürlich immer etwas Besonderes. Da freuen sich alle drauf, sind da zunächst einmal die Fans, die sich hier riesig freuen auf die Spiele mit viel Emotionen auf dem Eis und auf den Rängen. Dann sind die Spieler selber. Es kommen ja nicht so viele Spieler in den Genuss, in ihrer Karriere einmal ein Finale spielen zu dürfen. Und dann sind natürlich auch die Geschäftsführer oder auch die Manager. Und wir haben den Geschäftsführer der TowerStars in Sachen Sport, Daniel Heinrizi, getroffen und ihn gefragt, was er dann so Gefühle hat, wenn man jetzt da draußen steht und auf das Finale blickt. Ja, ist ein tolles Gefühl, und dafür, so wie du es gesagt hast, arbeitest du das ganze Jahr hin, die Vorbereitung schon im Sommer, die ganze Planung, die ganze Ausrichtung für die Mannschaft und Sonstiges. Und wir haben immer noch Spaß, von daher glaube ich einfach, dass wir die Finalserie genießen können, und wir haben nichts zu verlieren. Ich glaube, unser Gegner hat wesentlich mehr zu verlieren als wir, und wir können frei drauf spielen. Die Mannschaft ist heiß drauf und wir freuen uns. Das kleine Störfeuer während des Interviews kam übrigens von keinem Geringeren als von Chefcoach Peter Russell. Es ging alles gut, das kann ich bestätigen, aber manchmal lebt man schon gefährlich hier bei den Interviews in der CAG Arena. Ja, und bleiben wir bei den Einschätzungen der einzelnen Protagonisten auf diese Finalserie. Und wir hatten die Gelegenheit, den Kapitän der Löwen Frankfurt, Maximilian Faber, ein paar Fragen zu stellen. Hier bedanken wir uns natürlich recht herzlich bei den Kollegen der Löwen Frankfurt, beim Medienteam, insbesondere bei meiner Kollegin, der Pressesprecherin Jana Duderstedt, die das Ganze organisiert hat. So, fangen wir an. Die Löwen Frankfurt, die haben ja sowohl Viertel- als auch Halbfinale mit einem Sweep entschieden. Die TowerStars mussten auf dem Weg ins Finale nur ein Spiel mehr absolvieren. Die physischen Voraussetzungen bringen also keinem Team etwaige Vorteile. Aber in welchen Bereichen könnte die Serie dann am Ende doch entschieden werden?
Ja, ich denke, beide Mannschaften werden ausgeruht ins Finale gehen und beide Mannschaften stehen auch verdient da oben. Ich denke, der größte Unterschied wird sein, wenn welches Team sein System durchbringt. Also wer sein System besser spielt, weniger Fehler macht, wird, denke ich mal, die Spiele gewinnen. Die Spiele werden sehr eng und je weniger Fehler man macht, desto besser. Deswegen, ja, das ist mein Fazit. In der Hauptrunde konnten die Tower Stars alle vier Spiele für sich entscheiden. Und zwar wurden die Karten jetzt ja neu gemischt. Aber gibt es dennoch irgendwelche Warnsignale und Einschätzungen, die man aus den vier Spielen der Hauptrunde dann dennoch mitnehmen kann? Ja, wie gesagt, Ravensburg steht auch hochverdient im Finale, genauso wie wir. Natürlich hat Ravensburg alle vier Spiele in der Hauptrunde gewonnen, aber in den Playoffs ist es was ganz anderes. Deswegen, wir sind hundertprozentig bereit und werden Ravensburg jedes Spiel unser bestes Spiel zeigen. Also Sie haben in Ihrer Karriere ja definitiv schon viel miterlebt, sowohl bei den Löwen als auch bei anderen Clubs. Wie stark wird da das Kribbeln im Bauch und die Emotion sein, wenn Sie ab Samstagabend dann an der blauen Linie stehen und die Nationalhymne dann gespielt wird? Ja, gerade jetzt nach der Corona-Zeit in der ausverkauften Halle wird es, denke ich, sehr emotional und einfach ja, schön sein, in der Halle zu spielen. Ich freue mich, sowohl in Frankfurt als auch in Ravensburg zu spielen. Ich denke, beide Hallen wird eine super Stimmung sein und darauf freue ich mich einfach. Ja, herzlichen Dank an Maximilian Faber und den Kollegen von Frankfurt, die das Ganze dann mit organisiert haben. Ja, auch Towerstars-Kapitän Vinzenz Meyer haben wir gefragt, wie so seine Einschätzungen sind, wie die Spiele und die Serie letztlich entschieden werden könnte. Und wir haben ihn gefragt, wie das so mit dem Heimvorteil ist, ob Heimvorteil ein Vorteil ist oder doch eine schwere Bürde. Ich glaube, das ist das Team, was einfach die Kleinigkeiten am besten macht. Wer mehr Schüsse blockt, so diese ganzen Kleinigkeiten. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, wir können beide Tore schießen, wir haben beide gute Torhüter, wir haben beide gute Verteidigungen. Es wird ein interessantes Spiel. Dieses Heim-Auswärts-Vorteil, keine Ahnung. 2019 damals haben wir auch, ich glaube, auswärts gestartet. Von dem her halte ich nicht so viel davon. Ich freue mich aber, wenn die Halle richtig voll ist hier und wir am Montag und Freitag, dass hier richtig viel los ist und richtig Dampf geben für uns. Und wir werden das Beste versuchen. Kommen wir nun zu den Schlüsselspielern beider Mannschaften. Vorweggenommen, es gibt natürlich eine Vielzahl an Akteuren, die ganz wichtig sind. Und am Ende ist natürlich immer das Team, das für den Erfolg sorgt. Aber es gibt natürlich schon ein paar Spieler, die auch statistisch herausstechen. Und da haben wir mal ein paar rausgesucht. Und da fangen wir zunächst einmal mit den Löwen Frankfurt an. So, da haben wir zunächst einmal den Stürmer Dylan Wrack. Er hat im gesamten Spielverlauf mit den Playoffs zusammen 24 Tore erzielt, 50 Beihilfen gegeben und eine starke Plus-Minus-Statistik von plus 46. Ebenfalls ein Stürmer, ein ganz wichtiger Stürmer, Rylan Schwartz. Er kommt inklusive Playoffs auf 29 Tore, 40 Assists und Plus-Minus von einem Wert, von einem starken Wert von plus 35. Und dann haben wir den, wir bereits schon gehört, ist gerade eben im Interview, den Verteidiger und Kapitän Maximilian Faber. Er kommt in diesem Saisonverlauf auf 11 Treffer, auf 37 Assists und eine gute und starke Plus-Minus-Statistik von plus 48. Dann die Tower Stars, zunächst einmal mit dem überragenden Goldhelm, mit Sam Herr, mit 40 Toren, 28 Assists und einer Plus-Minus-Statistik von plus 41. Den Kapitän, den wollen wir auch erwähnen, denn der wichtige deutsche Spieler, der auch der Schlüssel ist, der mal das Spiel auch so, wenn es nicht so läuft, auch selber irgendwo wieder in eine andere Richtung biegen kann. Das hat er jetzt schon oft genug unter Beweis gestellt. Er kommt auf 21 Tore, auf 23 Assists und das Ganze bei plus 18 bei der Plus-Minus-Statistik. Und dann ein Spieler, der jetzt in den Playoffs vor allem besonders rausgestochen ist durch ja, tödliche Pässe, kann man sagen. Das ist Julian Eichinger mit 4 Toren, mit 43 Vorlagen und einem Plus-Minus-Wert von plus 22. Ja, und ganz wichtig in so einer Playoff-Serie und erst recht im Finale sind natürlich die Torhüter beider Mannschaften. Und auch hier haben wir einen konkreten Vergleich mit den wichtigsten Werten zusammengeführt. Jetzt fangen wir diesmal mit Jonas Langmann an, dem Torhüter der Ravensburg Tower Stars. In der Hauptrunde 92,25% Safequote, in den Playoffs noch besser mit 93,09. 6 Shutouts, alleine 2 davon in den
Playoffs im Viertelfinale gegen Grimmitschau gab es hier in seiner Statistik. Und dann auch der ja immer im Brennpunkt stehende Torhüter der Löwen Frankfurt, Jake Hildebrand, mit 93,09 in der Hauptrunde Safequote und 92,48 in den bisherigen Playoff-Begegnungen. 5 Shutouts konnte er in diesem Saisonverlauf bislang verbuchen. So, das waren jetzt ein paar ausgesuchte Spieler und ihre Werte, aber wichtig ist natürlich auch, was hat das gesamte Team hier denn so bislang für Werte und für wichtige Marker hier aufs Papier gebracht, was es dann am Ende für den Ausgang der Serie bedeuten wird, das steht dann natürlich auf einem anderen Blatt. Aber hier haben wir den Teamvergleich mit den wichtigsten Daten und hier haben wir uns jetzt auf die Playoffs beschränkt. Fangen wir diesmal bei den Tower Stars wieder an. Da haben wir erzielte Treffer 35, 3,9 sind das Ganze im Schnitt. Schon ein Tick besser, obwohl sie eine Begegnung weniger gehabt haben. Die Löwen Frankfurt mit 44 Toren im Schnitt, 5,5 pro Spiel. Also ein richtig starker Wert. Die Gegentore, 17 waren es bei den Tower Stars. 1,9 pro Spiel, ein richtig starker Wert. 17 Gegentreffer waren es auch bei den Löwen Frankfurt. Aber da sie ja ein Spiel weniger absolviert haben, ist der Schnitt natürlich ein bisschen schlechter. 2,1 ist hier der Wert. Dann das Powerplay. Da sind die Löwen Frankfurt besser, 20,7% bei den Tower Stars, 28,6% bei den Löwen Frankfurt. Die Unterzahl ebenfalls mit Vorteilen für die Löwen Frankfurt, 80,8% bei den Tower Stars, 87,1% sind es bei den Löwen. Und noch die Strafminuten, 79 waren es bei den 9 Spielen der Tower Stars, 8,8 Minuten pro Spiel. Und bei den 8 Spielen der Löwen Frankfurt 82 Minuten, 10,3 sind das Ganze dann im Schnitt. So, und dann haben wir für euch natürlich auch noch die Spieltermine, damit auch hier nochmal alles konkret in einer kompakten Übersicht zu sehen ist. Wir fangen an am Karsamstag, 16.04. um 19.30 Uhr in Frankfurt. Dann am Ostermontag geht es weiter in Ravensburg, 20 Uhr der Spielbeginn. Dann geht es am Mittwoch weiter wieder in Frankfurt, 19.30 Uhr hier der Spielbeginn. Dann der Freitag, das zweite Spiel in Ravensburg am 22. April um 20 Uhr. Dann geht es weiter, vielleicht, vielleicht auch nicht, am 24. April um 18.30 Uhr in Frankfurt. Und auch beim nächsten Spiel steht ein Sturm dahinter, falls erforderlich bei dieser Best-of-7-Serie. Dann haben wir nämlich am 26. April auch 20 Uhr der Dienstag in Ravensburg. Und definitiv, falls da bis dahin noch nicht die Entscheidung gefallen ist, jetzt definitiv hier in den absoluten Showdown mit Spiel 7 am Freitag, 29. April um 19.30 Uhr. Und an diesem Abend oder in dieser Nacht, muss man ja bei dem Verlängerungsprinzip hinzusagen, wird definitiv der DEL2-Meister der Saison 2021-22 gekürt. So, zum Schluss noch ein paar informative Hinweise. Zunächst einmal, was die Ticketsituation anbetrifft. Die meisten Spiele werden ja sicherlich ausverkauft sein, aber für den Ostermontag, da gibt es noch ein Kontingent in Ravensburg. Das kann sich natürlich bis Montag abverkaufen, aber der dringende Hinweis, schaut euch um auf den jeweiligen Club-Webseiten, ob es noch Karten gibt im Vorverkauf oder eventuell sogar eine Abendkasse. Und die jeweiligen Club-Webseiten, die Adressen haben wir hier unten kurz eingeblendet. Wer es nicht in der Arena schafft, das wisst ihr natürlich, alle Spiele werden live von Sprayed TV übertragen. Es wird natürlich auch im TV und auf den mobilen Endgeräten hier ein richtiges Highlight werden, dieses ultimative Duell im Kampf um den Meistertitel. Ja, das war's hier von mir. Vielen Dank fürs Reinschauen, diese kompakte Vorschau. Zum Schluss natürlich noch die frohen Osterwünsche und spannende Unterhaltung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und alles Gute.